Dann kannst du Seoul wählen und dann geht's los. Okay. Als würde Deutschland mal funktionieren. Wenn du mir sagen kannst, dass Deutschland mal funktioniert, dann bist du gut. Deutschland hat gewählt. Was denn? Achso, ein Auto. Oh Gott. Ach ja, und rum. Oh Gott, das Spiel hat mich nicht überglitscht. Das hätte aber passieren können. Ja, wow. Letzter. Mach dir keine Sorgen, Stevie, das wird sich doch ändern. Es sind Tropen bei dir, du schaffst, du hast ja sowieso Probleme mit Tropen. Ich bin echt noch nicht drin hier. Ich bin nicht mal in den Eingang von diesem Ding hier. Wenn das so schon losgeht. Davon ab, bis die Generäle, bis der AP2S ist. Sagt wer? Die Wertung, die wir die letzten paar Male hatten. Deswegen hast du, hast du vor mir gewählt? Nee, du hast nach mir, du hast vor mir gewählt, ja doch. Trotzdem bist du vor mir, nur mal so am Rande. Ja, aber ich glaube, das wird sich noch ändern. Ja. Stevie hat halt den Vorteil, dass er immer anwesend ist, im Gegensatz zu anderen. Ja, nur weil, ja, aber nur nicht bei Nice 2. Solange ein Jonat mir da nicht weiter hilft, gibt es mich in Nice 2 erstmal gar nicht mehr. Okay, Cash, passiert das auch. Und ein Jonat kriegt es irgendwie leider nicht hin, mir da aktuell weiter zu helfen. Also fall ich weiterhin in Nice 2 leider aus. Nice ist 2. Halt leider so. Vielleicht möchte Nice 2, dass du die 1300 Euro Pedalen kaufst. Nein, da fehlt eine, nein, da fehlt eine scheiß verdammte DLL laut Fehlermeldung. Ich dachte, du kriegst eine Fehlermeldung. Ja, natürlich kriege ich bei einer bestimmten DLL-Einfügung in den Ordner eine Fehlermeldung. Okay. Was steht denn da drauf? Wenn ich dir das jetzt sagen könnte, wäre ich ja cool. Das hättest du natürlich auch mal vorher erwähnen können. Da hätte man vielleicht drauf reagieren können. Naja, Jonat weiß es, aber. Ach so. Ja, vielleicht gebe ich dir die. Warte ich seit 8 Wochen. Oder ja, 9. Hättest du nochmal nachfragen müssen, hätte das bestimmt vergessen. Ich auch von aus, dass er eigentlich. Also bei 8 Wochen kannst du davon ausgehen, dass er es vergessen hat. Ja, das kann er nicht mehr wissen. Naja. Ich falle aber jetzt auch schon. Ja, es ist nur. Es ist ein oder zweimal nice, wo ich jetzt schon ausfall. In dieser neuen Season, meine ich jetzt. Weiß ich jetzt gerade gar nicht. Speed auch lauter stellen. Ja, der kriegt es einfach nicht, lauter zu sein. Ja, dann ist er halt in diesem Video heute nicht zu verstehen. Nee, vorhin ging es noch, aber mit dem Motorsound jetzt. Oh, ich muss den Motorsound leiser machen, eins von beiden. Tja, Pete ist heute einfach bei mir nicht zu verstehen. Tut mir leid, Pete. Ja, bei Dirt war er ja auch nicht zu verstehen. Oder bei mir jetzt? Bei Dirt war es das andere Mikrofon. Ja, dann kriegst du mal hin, dass bei beiden Mikrofonen du laut genug bist, mein Gott. Ich glaube, da gibt's halt die Einstellungen. Aber bei mir müsste es jetzt eigentlich klappen. Ja, bei mir nicht. Ich habe ja gehofft, dass da eigentlich mal lauter wäre. Ja, ich habe Teamspeak ordentlich aufgedreht bei dem. Jetzt scheint es wohl zu harmonieren. Ich meine, man kann wenigstens bei mir im Video sehen, wenn mal Pete redet. Das war's dann auch. Ich glaube, ich komme etwas näher ran, aber nur minimal. Aber krass, dass Kirsch in der Selbstmordabkürzung auch abgekackt hat. Tja, kann passieren. Ich habe irgendwas im Auge, das nervt mich gerade. Eine Pupille? Raus damit. Eine Iris. Was gibt's denn noch? Eine Hornhaut? Da habe ich eine Verkrümmung drin.
Das heißt ja nicht, dass er nicht mehr vorne ist. So. Also, der Wagen braucht eine gemütliche Selbstmordabkürzung. Okay. Kohl ist aggressiv gefahren, wie es aussieht. Und hat auch damit Erfolg gehabt. Von den Wänden weg, verdammt! Also deiner kann ruhig ein bisschen länger noch an den Wänden sein. Nein! Weil, okay, ich besetze mich. Ich dachte, bei dieser Dennis Lieblings-Selbstmordabkürzung überschlage ich mich mal. Ja, das hat in der ersten Runde irgendwie. Ich auch. Nö, das heißt ja nicht, dass es nicht nochmal kommt. Damit bin ich jetzt Letzter geworden. Ja, aber du hältst mich noch vor ein, das Rennen ist nicht lang. Du hast dich für den Selbstmord entschieden, also was erwartest du? Alter Auge, jetzt hör doch auf! Komm, bitte mach dir keine Sorgen, mein Auge nervt mich gerade. Ja, aber ich glaube, das wird nicht reichen, um schlechter als ich zu fahren. Alter! Wie war das im ERP-Discord? HP2 hat die Geburtstag? Was? Diesen Monat, meinte irgendwer. Ja, das sollte diesen Monat irgendwann 20 werden, ja. Okay. So alt ist das Game hier schon? Ja, ja. 20 Jahre, genau. Ja, 2002 kam das raus. Sinn begeistert. Andere Games, die das eher geschafft haben. Wenn ich mir das so überlege, ich habe 2012, habe ich schon gesagt, ja, das war damals noch ein richtig gutes Spiel. Wenn ich so überlege, dass ich heute sagen würde, dass irgendein Spiel vor 10 Jahren noch ein richtig gutes Spiel war, ich glaube, das würde nicht so passieren. Gibt andere NFS-Teile, die eher gut also gealtert sind. Ich zähle jetzt HP2 nicht wirklich dazu. Ja, doch, ich denke schon. Grafik 2 ist recht gut gealtert. Jetzt wegen der Grafik her oder wegen? Unter anderem, ja. 2002 gab es ja noch nicht so viele bessere aussehende Spiele. Ja gut, man muss dazu fairerweise sagen, ich habe ja auch für die Texturbot drin, das ändert natürlich auch noch ein bisschen was, aber... Das haben Dennis und ich auch. Ja gut, ist auch wieder richtig, ja. Ja, aber das ist recht gut gealtert eigentlich. Die Tropen sehen halt cool aus, muss man halt einfach sagen. Weil Dennis und ich haben hier so ein bisschen Nacht. Ja, das habe ich auch gemacht. Hast du die gleichen Texturen drin wie Dennis und ich, oder was? Nein. Von Jonas wahrscheinlich? Oder wie? Hm. Oder welches? Ich habe die Texturen, die ihr habt, aber ich habe... Ja, das Ding. Da müsst ihr auch mal gucken, woran das liegt. Das kann ja nicht sein. Ach, du meinst, du hast komplett Tropen so... Genau. Irgendwann ging es auch mal anders, aber... Ja, da hätte ich an deiner Stelle die Tropen original gelassen. Einfach weil der Himmel bei original so geil aussieht. Ja, aber ich mag dieses Nachtdesign auch ganz gerne. Also. So, na gut. Insbesondere weil jetzt in HP2 ja sonst. Weil ich ehrlich bin, Dennis, ich hätte nichts dagegen, wenn wir mal wieder mal so ein kleines Update bekämen, was Neues oder so. Gibt's ja nicht. Ich weiß. Naja, kannst du selber machen. Oh Gott. Ja, genau. Weißt du, wer sowas nicht hinbekommt? Genau, dieser Kerl hier. Wie viele Stunden, Tage, Monate hast du denn schon probiert? Gar nicht. Weil ich so doof für sowas bin, erst recht was Grafik und Co. angeht, ja? Ja, gar nicht mal so einfach, so einen Texturmod zu machen.
Also ich hätte ja mal gerne so eine, also es gibt ja schon in dem Pack hier dieses Apokalypsen, Pack dafür, Tropen war das, glaube ich. Hab ich jetzt gerne... Nicht dagegen fahren! Also ich fahr doch schon langsam! Mann! Wenn man das noch etwas extremer hätte, also auch so mit Lava, Seele und so im Hintergrund des Settlers. Ich war so nah zu Mietz und ich musste den Baum unbedingt mitnehmen. Ja, Holz ist Feuer heutzutage. Tja. Bis zum Mietz, wir sehen uns irgendwann am Ziel, ja? Ja, ist noch nicht mal Halbzeit. Ich wollte gerade sagen, also... Ich kann das gerne, wenn ich will, auch triggern, dass er vorne bleibt, ne? So ist es nicht. Und dass du zumindest nicht, dass dein Vorbild damit zumindest recht rein. Das ist ja auch ein Erfolg. Oh, da ist irgendjemand durchs Ziel gefahren, also Startziel. Wer auch immer grün ist. Das bin ich. Ja, wie hast du das jetzt gemerkt? Weil ich das auf der Map gesehen habe. Ah. Komisch, weil ich das natürlich nicht gesehen habe. Ja, jetzt ist auch gerade die Startziel gefahren. Na, zumindest bist du bist jetzt weit genug weg. Jetzt. Ja, ich hoffe, dass es so bleibt. Ja, so wie ich fahre, würde ich sagen, ja. Meiner ist gelb, ne? Ja, die Farbe ist ja leider auch random. Du kannst dich ja nicht mehr entscheiden, welche Farbe du willst. Naja, ich muss jetzt gelb fahren. Ich krieg diese Abkürzung nicht. Ich fahre grau. Ja, Stevie und ich fahren beide grau. Jetzt auf das Spiel, du wusstest, wie jedes als ich. Keine Ahnung, du bist vor mir, ich sehe dich nicht mehr auf der Map. Jetzt solltest du mich aber sehen, glaube ich. So ist ganz schön hartnäckig hier. Der ja, Reiter, ganz schön weit weg. Nicht mal meine Lieblingsstrecke, ich hasse. Boah, Kirche, was ist los? Das ist richtig, Palm City ist eine Scheißstrecke, da gebe ich dir vollkommen recht. Ja, die lange Strecke gleich 7 Runden, weißt du? Ja, die meisten Tropenstrecken sind ganz schön scheiße eigentlich. Ne, nur diese hier, weil es hier eine Selbstmordabkürzung gibt. Okay, ich grad drin bin. Was ist denn hier die Selbstmordabkürzung? Ja, die durch den Sand, ja. Ah. Ist, ja. I see. Den Selbstmord hatte ich ja in Runde 1 schon eingeleitet und Kirsche auch. Komm nicht an zum Meter ran, ey. Nein, nicht über Au. Nicht so weit rechts. Das hat Zeit gekostet. Aber Piet ist auch viel Wahl der Berge bei dir. Ja, was soll ich sagen? Ja, nix. Zumindest sehe ich dich nicht mal auf der Webweise. Sonst wo. Bleibt man an Soul dran, aber es wird auch nichts Näheres, ne? Es ist halt immer... Ein dranbleiben, daran bleibt's auch, ne?
weit ist ein Kirschel von euch weg? Ja, ganz weiß schön. Ich, nicht. Ich sehe den auf der Karte noch nicht mal. Auf der Karte müsstest du mich schon sehen, ich sehe dich ja. Ach ja, jetzt ja, jetzt bist du aufgetaucht, ja. Ja, manchmal sehe ich zum Mädchen auch. Aber ich komme halt einfach nicht an ihn ran. Einmal hat er sich verbessert in den Tropen. Geiler Song, der jetzt kommt. Dance with the Dead? Ja, ist hammergeil. Kann nicht sein. Doch, doch, ich sehe dich da noch mal auf der Map. Kannst du den Tunnel da auch viel besser als ich? Bitte? Den Tunnel, den kannst du auch viel besser als ich. Hä? Tunnel ist einfach nur Vollgas, oder? Ja. Jo. Ja, aber wo? Das ist die Frage. Naja, nicht da, wo die Pfosten sind. Oh. Wirklich? Ich dachte, ich nehme hier die Pfosten einfach mit. Alter Schwere. Ich dachte, das gehört sich so. Ich hab gedacht, das ist so ein Tunnel wie in Harry Potter, so, dass man so... Gleis 9, 3 Viertel? Gleis 9, 3 Viertel, so mit einem Einkaufswagen. Ja, aber das klappt nur, wenn du die ersten drei Säulen Slalom links, rechts dran vorbeifährst. Dann kannst du danach in der Mitte fahren. Mhm. Ah, das ist dann bist du zumindest im Schnitt in der Mitte gefahren. Ah, okay. Ja, das ist ja gut. Ja. Oh, der Sektor war schrecklich, ne? Oh, Sektorzeiten wären cool. Ja, das wäre natürlich auch so. Oder wie bei iRace, die gesamte, also komplett durch eine Deltazeit angezeigt. Also nicht nur pro Sektor, sondern die ganze Zeit. Ja gut, mit den Zeiten, Auto, was machst du denn hier für eine Scheiße? 130 km/h, was soll denn der Blödsinn? Also außer eventuell die Gesamtrundenzeiten hat das Spiel ja sowieso nicht so. Das hat ja selbst das, Probleme mit den Positionen teilweise. Das, ja, das hat ja damit schon Probleme. Wie soll es denn dann in der Delta-Zeiten messen, also bitte. Soll ich jetzt dann eigentlich gleich mal mein Mikrofon raus machen oder passt das jetzt? Nee, jetzt lass es erstmal. Sonst passt es ja bei mir wieder nicht mehr. Ja. Musst du fürs nächste Mal dann machen. Ich hoffe nur, dass ich schon am Ende mit dem Mikrofon verstehe. Mein Gott, soweit ich das jetzt mal vorgelassen habe wegen meinem scheiß Sektor. Aber das war auch kacke. Oh, das gibt's nicht. Und das Ding ist ja, wenn ich Fortschritte mache und an ihm rankomme, dann ist irgendein Sektor wieder scheiße. Dann bin ich wieder den gleichen Abstand, wie ich ihn die ganze Zeit schon habe. Ja, aber ich muss mich jetzt richtig ranhalten, wenn ich sehe, dass du so nicht mehr wiederholst. Daraus wird wahrscheinlich auch nichts mehr werden, weil wir nämlich nur noch anderthalb Runden haben. Wir haben anderthalb Runden, ne? Und wir sind gerade erst durchs Ziel gefahren. Wollte ich gerade sagen, wir brauchen noch ein bisschen. Schon irgendwie fies, wenn die sowas sagen, oder? Ja. Dabei ist es eigentlich gar nicht wahr. Ich glaube nicht, dass es noch volle anderthalb Runden sind. Es ist eher so ein Drittel oder sowas.
Oh, ja, Kirsch setzt noch einen drauf. Der muss aber also auch noch mal schlimmer machen, als es ohnehin schon ist. Er macht sich halt sehr unbeliebt, der Kerl. Ja, das kennen wir ja von Kirsch schon, dass er noch schlimmer als ich ist. Der ist noch fieser als ich teilweise. Ja, ihr werdet schon ich hätte das hier jetzt Zeit nicht für möglich gehalten, aber es ist tatsächlich daran, nicht trifft! Alter! Ich schmeiß mir Speedster gleich ins Meer. Viel Spaß dir. Das geht hier, glaube ich, gar nicht. Kann man eigentlich den Text da oben eigentlich mal eigentlich austauschen oder geht das gar nicht? Mit Cheat Engine lässt sich da bestimmt was machen. Ja, gut. Tschüss zur Mitte. Das war aber auch ein Fehler, den ich, glaube ich, gebraucht habe, oder? Das Spiel hat mich leider in den Außenbereich gebuggt, deswegen. Hä? Das war leider fies, das meinte mich nach außen buggen zu wollen. Ach, eine Abkürzung oder was? Oh, okay, das ist natürlich scheiße. Und dadurch habe ich mich weggedreht und durfte mich resetten. Ja, das ist halt das Problem, wenn man die zu knapp nehmen will. Somit habe ich zum Mädchen den 5. Platz geschenkt. Ja, das glaube ich auch. Wegen HP2-Logik. Also wäre das nicht passiert, dann hätte es sich wahrscheinlich überholt. Na klar, aber was soll ich denn machen? Wenn das Spiel meint, ich pack dich lieber nach außen und lass dich dann dadurch wegdrehen, weil halt weil die Karre damit natürlich logischerweise nicht klarkommt, was soll ich dann tun? Na, du wirst wahrscheinlich sowieso gewinnen wegen Anwesenheitshäufigkeit. Gewinnen? Ja, das ist ein bisschen mehr gut, glaube ich. Das ist ja leider nach wie vor das Problem an unserer Punktegeschichte. Das ist zum größten Teil nach wie vor so, wer am häufigsten da war, gewinnt auch. Ja, deswegen werde ich bei Nice 2 ja jetzt schon verkacken. Das hat mir bei Nice 2 aber aktuell 2. Platz gesichert. Solange ich das halt nicht regelt, kann ich da halt nichts verändern. Also kann sein, dass ich beim nächsten Mal wieder ausfalle. Uah, nicht die Wand! Komm, geh da weg! Oh mein Gott, ich hasse es jetzt mal abkürzt. Ich bin da so langsam dann mal. Deswegen, ich wünsche euch schon mal beim nächsten Renntag wieder viel Glück. Oh, auch nochmal einen schönen Dreher hingelegt. Kannst du die 100 doch mal anstrengen vielleicht? Boah, ich hab's. Mann, hab ich schon jetzt nach vorne gelassen. Meinen letzten beiden Runden, die nicht so wirklich super gefahren waren. Aber naja. Weißt du, Zomete, ich renne keinem hinterher, der mir helfen will, wenn der sich nicht mehr meldet, was soll ich denn tun? Aber. Hast du gerade gesagt, hinterherrennen, einfach fragen, mein Gott. Aber also so nach 8 Wochen weißt du das noch nicht mehr. So ist ich ja nicht. Ich wollte sagen, du willst ja auch Nice 2 fahren, also. Ja, wäre schön, wenn wir es bei dir wieder hinkriegen. Ich muss bei dir laufen, das ist scheiße, wenn du nicht dabei bist. Als wäre ich jetzt irgendjemand Wichtiges in Nice 2. Na, je mehr Fahrer, umso besser. Also, ja. Einerseits das. Da! Unsperre Wand! Unsperre. Nee. Was? Ah. Hier? Ja, ohne Witz. Erstens das und zweitens. So schenkst du mir den Sieg also. Ah. Protokoll, ich hätte gewonnen. Ja, hättest du. Natürlich hättest du gewonnen. Ich dachte mir so, Demon und Levity da, die sind fast immer in Nice 2 besser als ich. Bei dir ist es halt noch. Das ist ja schon mal irgendwie ein Kampf. Tja, solange das Spiel mein Lenkrad nicht will, ich werde das niemals, niemals mit Tastatur fahren. Vorher sage ich einfach nö. Was ist denn das Problem, dass die Pedale nicht erkannt werden? Der erkennt kein einziges weiteres Eingabegerät als Tastatur aktuell. Aktuell, es ging mal. Das ging mal, richtig. Bei Controller hätte ich jetzt halt gesagt, dass man noch mal sowas hier... Nicht mal Controller erkennt er. Ja, aber das, diese... Ich weiß gar nicht mehr, wie hieß denn das nochmal, dass die Controller-Signale in Tastatursignale uminterpretieren lässt, sozusagen. Irgendwas. Ja, aber dann ist doch immer noch nicht analog, oder? Nö. Analog natürlich ist es nicht, aber es ist zumindest schon irgendwie zu fahren. Oh, schlimm. Daizuki, jetzt hab ich's.
Na gut, dann könnt ihr aber zumindest. Er könnte zumindest. Ja, aber dann. Ja, aber dann könnte. Dann habe ich ja immer noch Tastatursteuerung, was den Schaden angeht. Vergiss es. Wir wissen alle, dass tastaturmäßig der Schaden höher ist. Ja, das no ist so. Fucking way. Da bringt mir dieser Move nichts, wenn ich trotzdem den Schadenaspekt wie eine Tastatur besitze. Ja, gut, kann ich auch so gleich mit einer Tastatur fahren, sorry. Ja, ich dachte wegen Verkrampfen, dann wäre das zumindest nicht. Das ja, aber es bringt mir ja nichts, wenn trotzdem der Schadensaspekt wie eine Tastatur agiert, weißt du? Naja, gut, man kann natürlich auch, es ist natürlich trotzdem höher, aber man kann natürlich auch so fahren, dass es nicht ganz so schlimm auswirkt. Aber da hast du nicht ganz so den Skill für, deswegen ist das für dich nicht so sinnvoll. Ja, also man muss aber auch fairerweise dazu sagen, ich kann es zu einem gewissen Teil verstehen, weil jetzt ich mit Tastatur gefahren bin. Ich habe wirklich jedes Rennen damals verloren fast. Ich will ja nicht sagen, dass ich das mit Tastatur nicht vielleicht auch hinkriegen will. Mein Problem ist aber zum einen, dass Nice 2 Tastatur gar nicht leiden kann. Zum anderen habe ich leider den Aspekt dahinter, dass ich mich so krass verkrampfe, dass ich nach vielleicht 2 oder 3 Runden meine Hand mir so weh tut. Weil ich weiß nicht, warum ich es schaffe, mich auf der Tastatur so zu verkrampfen. Weiß ich auch nicht, keine Ahnung. Ich hätte komisch fast gesagt, bei Shootern kriegst du es auch, das nicht zu tun, aber du spielst ja kaum Shooter. Ich habe jetzt ein Shooter-Video gebracht, als ich mir die MW2 Open Beta angeschaut habe. Ja, aber das ist doch nicht Tastatur, oder? Ich meine, das ist Maus und doch, Tastatur oder sowas. Natürlich. Wie gesagt, ich sehe es nicht ein Rennspiel mit Tastatur zu spielen, weil das meine Hand nicht gut tut. Es ist so. Deswegen sage ich leider von Grund auf, vergiss es, dann lass ich es lieber, weil ich habe einfach keinen Bock, solche Schmerzen in der Hand zu haben. Erst recht zum Beispiel, jetzt stell dir mal vor, ich hätte jetzt, nur mal als Beispiel, Zeiten, Alter. 26 Minuten mit Tastatur fahren müssen. Das hätte nicht funktioniert. Sogar ein ASAC-Rekord eben. Versteht ihr, was ich meine? Naja, das nervt ja dann irgendwann. Pepete. Soll ich wählen? Gleiche Reihenfolge wie vorhin, wenn du sie noch weißt. Yeah. Dann Stevie. Ja, ich sehe. Ich hatte wieder den Bug, ich musste gerade rein und raus tappen, weil ich gerade irgendwie Standbild wieder hatte. Weil vorhin hatte ja ich angefangen eigentlich. Der muss. Ach Mensch Gott. Haben wir wieder falsch gemacht oder was? Ich durfte gerade rein und raus tappen, weil irgendwie hatte ich wieder dieses Problem. Immerhin kannst du das. Ja, wer soll denn jetzt wählen? Wir haben das jetzt wieder falsch gemacht. Nee, mach. Pete, du hast gewählt, ne? Machst du wieder Wagen wählen, beobachten. Ich check das heute nicht. Hat einer weniger Alzheimer als ich? Tomete war zuerst, ne? Ja. Jetzt so, wer kam dann? Stevie. Wieso hab ich denn diesen Bug wieder, dass ich rein und raus zappen muss? Damit und dann, das Bild und dann war Pete jetzt aber tatsächlich. Und jetzt bin ich, ne? Warum? Das habe ich doch schon mal gehabt, aber warum ist und das denn schon dann zu wieder da? Weil ich Teamspeak einblende? Keine Ahnung. Oder was? Letztes Mal war ich, weil ich den Controller eingeblendet habe. Jetzt habe ich den Teamspeak und den Player eingeblendet per Fensteraufnahme. Ja, ich glaube nicht, dass es daran liegt, aber wenn, dann wird es ja beim nächsten Rennen auch passieren. Ja, aber auf einmal ist es ja wieder so. Ich muss raus und rein tappen, weil sonst sehe ich kein Update. Ich selber. Nicht OBS, sondern ich selber. Oh, genau. Ich fahre falsch. Ja, das war dumm. Viel Spaß dann mit eurem Sieg. Ja, das sind auch wieder 8 Runden. Ja, und danach kommt Kurzes. Ja, ist mir jetzt egal, ich hab's jetzt verhunzt. Bei 8 Runden hast du aber noch genug Zeit, mich zu überholen, du. Hab ich gesagt, ich kann's machen. Darf ich nichts anderes OBS-mäßig einblenden, weil HP2 das nicht will? Was wirklich jetzt? Weil er sonst auf meinem Hauptbildschirm nicht updatet? Aber wie empfindlich sind diese drecksalten Games eigentlich? Ich verstehe dich sowieso nicht, Pete. Also, passt schon.
Ich hab da jetzt nicht so die Probleme mit Shockwave 2. Ja, aber kannst du dich noch erinnern, als das Video angeschaut hast, wo ich den Controller eingeblendet hatte? Naja. Da hatte ich es auch. Keine Ahnung. Jetzt habe ich den Player und TeamSpeak in OBS mit eingebunden und plötzlich updatet er mir hier nicht. Ich darf also nichts anderes mehr einblenden als vielleicht meine Cam und das Spiel. Ja, dann ist es halt so. Werde ich heute immer wieder rein- und raustappen bedürfen für jedes Rennen. Na gut. Jetzt alte Games. Hm. Bin gar nicht so sicher, ob es am Spiel liegt. Glaube ich eigentlich nicht. Das Spiel weiß davon ja gar nichts. Das Spiel gibt ein Bild aus und fertig. Wenn überhaupt, dann ist es DG Voodoo oder halt OBS selber. Uff. Naja, in OBS blende ich ja gerade TeamSpeak ein. Mit einem Keying-Filter, dass man nur die Namen sieht. Und Winamp, die nur die Titelanzeige, auch mit einem Keying-Filter. Verstehst du? Dass man halt nur die jeweiligen Texte zuliest. Nicht den Background dazu. Boah, mit der kriegt die Kurve, wenn ich da war. Was ist denn das? Und wow. Ich will mich. Ja! Alter. Komm hier! Halt hier! So. Jetzt habe ich genug Abstand zu Tomate. Ich habe mich jetzt extra dreimal random einfach resettet. Oh, scheiße, ey. Von das Selbstmord nach Folter, ja? Ja. Tomate, das war mit Absicht. Ich will dir den 5. Platz jetzt schenken. Ja. Fuck, ey. Nein. Was kann ich mir gegen Gersche nicht leisten, so eine Aktion? Das geht gar nicht. So ein Vollidiot, wie ich gehört hat, immer Letzter. Naja, in, also meistens bist du nach wie zwei besser als ich mit dem Dirt eigentlich. Das werde ich jetzt nicht mehr wollen, ich werde jetzt immer, dass du vorne bist, Ende. Auch im Dirt? Ja, wenn es sein muss. Im Dirt wird es schwierig, du weißt ja gar nicht, wie viele Strafen jemand bekommt. Wusch. Glaub mir, ich kann mir die Strafen erzwingen, wenn es sein muss. Ja klar, kannst du gegen diese Toreinfahrt fahren, die Diebe letztes Mal mitgenommen hat. Im Prinzip kannst du auch gleich am Anfang rückwärts fahren, dann wirst du sofort disqualifiziert. Stimmt, ja. Fucking hell, ey. Aber das finde ich auch irgendwie ein bisschen scheiße eigentlich. Das ist, wem interessiert das genau, mich nicht? Was ist scheiße? Das mit den rückwärts bei Dirt, weil das eine Mal da hatte ich mich ja verfangen gehabt und dann konnte ich ja nicht mehr wirklich Gas geben und der war die ganze Zeit auf rückwärts da eingestellt, weil ich in die falsche Richtung da geguckt hatte durch den Crash und da wurde ich ja disqualifiziert beim letzten Mal. Ja gut, du hast 15 Sekunden Zeit, also in der Zeit sollte man das eigentlich schon schaffen. Ja, wenn es ja, irgendwie verklemmt ist und erlaubt das Reset nicht und so, das kann schon blöd sein. Weißt du, ich hätte es ja auch so ein bisschen pingelig, wenn man das anbietet. Ja, wieder gedreht! Wuhu! Ja! Oh, ist das ätzend. Scheiße. Vor allem, weil Kirsche den seltensten Fehler macht. Nö, ja, das Rennen gerade war nicht so super. Das war nicht mal Fehler, einfach nur irgendwie langsam gewesen. Ich meine, da waren auch Fehler und langsam. Gute Mischung. Gegen dich hat man nur Chance, wenn man keine Fehler macht. Was ist eigentlich für eine Rundenzeit? Busch! Ich hab 1,35, 1,30. Also ah, okay, du bist die ganze Ecke besser noch als ich. Was hast du? 1,41. Okay. 1,54! Aber das passt halt zu mir. Na gut, du hattest noch keine Runde ohne Crash, wenn ich richtig gehört habe. Warum redest du über Crashes, mach ich ein? Demon, wie geht's eigentlich deinen Crashes so? Und apropos, Soul, du bist ein bisschen nah dran. Willst du nicht mal crashen oder sowas? Ja. Oh, sehr cool. Ich werde es aber auch nicht, Demon ein bisschen langsamer zu fahren. Der kriegt sie auch anfangs gut und dann kommt sie doch... Nee, also wird Stichstrecke. Die Kurven sind zu leicht eigentlich. Kurven sind zu leicht. Ja.
komm, ich grüße dich mal. Komisch, warum habe ich mich dann schon gedreht? Wahrscheinlich eher wegen den Wänden. Da kann ja nicht sein, ich dürfte dich ja nicht berühren, wenn die Kurven so leicht sind, oder? Leicht ist es auch nicht allzu lange her, dass du plötzlich doch ein anderes Spiel gespielt hast. Und ich war im RP, ja egal, und? Ich glaube, man muss Kirsch hier in Sicherheit wiegen, dass er das locker gewinnt. Das sind doch Finderlinie von mir. Ja. Alter. Gott, das ist ja... Ach verdammt, ich sehe Atomete wieder. Ich muss mich ja wieder mehrmals resetten. Ich habe uns absichtlich mal mehrere Meter zurückfahren lassen. Strategie. Ich würde ja gerne deine Strategie unterstützen, indem ich mich absichtlich ein paar Meter nach vorne fallen lasse, damit ich dann unvorsichtig werde. Das ist ja die Idee, ne? Auch schlecht, jetzt ganz schlecht. Oh, ich glaube, Kirsche, du hast die Chance, Erster zu werden. Nummer zum Mädchen, was war deine beste Runde? 1,41. Ich hab ne 1,40, 16. Was ist das, also? Haben wir's doch. So ist denn jetzt, Brainout. Das bedeutet aber im Umkehrschluss, dass ich mich dran halten muss wieder. Ja, mach dir keine Sorgen. Ja, die 7%-Regel, wer da rausfällt, ist stimmt, stell mal vor, wir würden solche Knockout-Rennen fahren. Boah, das Rennen, ich meine, das Formel 1 Rennen war echt erstaunlich langweilig heute. Dreckige Scheiße. Ja, das Qualifying war gut. Dass sie nicht mal im Regen fahren wollten, verstehe ich nicht. Naja, es war ja kein Regen, das war eine Sintflut am Anfang. Ich meine, das Rennen eigentlich, dieses dämliche Stunde Verspätung da. Ja, aber das war halt gerade die Sintflut, also. Ja, eine Pfütze, ja. Nein, das. Eine Pfütze, die da pro Minute pro Quadratmeter runtergekommen ist. Danach noch gewartet haben. Oh, jetzt habe ich eine 1,93. Ja, lecker mio. Da wollte er unbedingt besser fahren. Das war wieder so typisch. Haben wir echt ein Rennen nicht angefangen, weil es geregnet hat? Ja, es hat ja aufgehört. Dann haben wir nochmal eine Stunde gewartet. Ja, aber was willst du machen? Ich meine... Fahren. Ja, es muss ja irgendwie so mal halbwegs fahrbar sein. Warum sind wir? Ja, wir haben einen Dreher gehabt. Millionen von Steuern. Die verdienen. Die verdienen nichts. Die lassen uns da nicht da drauf. Im scheiß Formel 1 Fahrzeug. Aber die. Können wir mal fahren. Es hat ja danach gar nicht. Es hat nicht mehr weiter geregnet. Trotzdem sind sie fast bis zum Ende mit Intermediates gefahren, weil es einfach nicht getrocknet hat. Was daran liegt, dass es in Singapur halt eben so knappe 100% Luftfeuchtigkeit hat, da trocknet halt nichts. Mussten halt. Also mussten, genau. Die mussten mit ihren Wagen über die Strecke und das da runterschieben, das Wasser. Und das dauert halt. Und sich mit dem Porsche 0 die Abkürzung zu fahren. Was? Jo. Egal, das ändere ich jetzt nicht. Nee. Irgendwie fällt mir gerade auf, dass mein Motor viel zu leise ist. Jo, das muss man immer ein bisschen höher machen als ich. Hab ich das Gefühl. Auf zur letzten Runde, auf zur letzten Runde. Ich hab schon wieder eine unsichtbare Wand. Ich fahr nie wieder 7 Runden. Schön. Alter. Ja, fahr lieber 8. Das kann nicht wahr sein. Bin wieder hier. Ich kann mir Arsch stecken hier. Das ist aber ganz schön oft irgendwie. Ja, das zweite Mal jetzt in der 7. Runde. Dankeschön. So.
Nächstes Mal bist du weniger. Wir sollten nur noch 7 Runden Rennen fahren. Oder einfach so lange, bis ihr Soul von der unsichtbaren Wand gestoppt wird. Was auch immer zuerst passiert. Ja, das kann nicht wahr sein. Und du guckst dir erst bis zum 5. Gang. Das könnte ein EA-Tipp sein. Wenn du gegen eine unsichtbare Wand fährst, schalte runter in den ersten. Und EA denkt sich so. Ja. Wir lassen das so. Ja gut, ich sage auch mal, weil du getrieben bist, du selbst schalten, ey, so. Ja, ach, wirklich? Ja, das sagt WRC7. Achso, ja, das habe ich ja nicht. Ich glaube, das ist Cheating. Schutz. Jeder, der einen Crack benutzt, hat irgendwann nur so einen scheißen Wer Überrundung zum, oder was? Wer zum Frick ist da bitte hinter mir? Ich bin da hinter dir. Warte auf mich, ich überrund dich. Jetzt warte halt kurz. Ich hab noch nie jemanden überrundet. Das klang sehr extrem. Glaub es mir, das wirst du auch ja, nicht. Ja, es reicht nicht. Oh Mann, ey. Oh, deprimierend. Oh, aber ich hab währenddessen noch 1,39,90 geschafft. Ich hätte irgendwie immer gedacht, bei Palm City könnte das mal passieren mit dem Überrunden, aber hier hätte ich jetzt so gar nicht mit gerechnet. Aber wahrscheinlich diese Dutzend Resets, die helfen wahrscheinlich nicht. Ja, ich hab's ja erzwungen, dass Tomete vorne bleibt. Naja, also. Dadurch gab's die Möglichkeit überhaupt erst, ja. Hätte ich von Anfang an ausgefahren, ich hätte, wär's wahrscheinlich gar nicht schlecht gelaufen. Ich hätte Tomete locker überholen, wenn ich's nicht, wenn ich's nicht erzwungen hätte. Also nicht übel, wir stehen genau richtig. Ja, also, und ne, noch ein Dreher, wuhu! Ja, ich kann die Kamera nicht mehr ändern. Hä, ich kann nicht nach hinten gucken. Wie geht denn das? Ich glaube, ich muss beim nächsten Mal mit dem zweiten Gang. Man merkt, ich freue mich über jeden Dreher. Ja, Karo, hier, Karussell für Arme, ne? Ja. Meine Nachbarin freut sich, wenn ich so laut brülle, aber die hat gerade aktuell andersweitige Gedanken. Also egal. Dann sag doch einfach, dass er sich Kopfhörer aufsetzen soll oder so. Die ist wie gesagt gerade andersweitig fertig. Die hat mich vorgestern klopfend, weinend an der. Hat klopfend an. Weinend klopfend an meiner Tür gehämmert, weil ihr Vater. Ne? Und so. Das ist gut so. Ja. Ist eingeschlafen. Wie auch immer. Ach ja, ich stand auf der Bremse. Ja, brauchst du nicht. Bleib von alleine stehen. Ich wollte mich nochmal vor Start und Ziel resetten. Hätte ja so gepasst. Du hast gewonnen! 1, 2, 3. Oh Gott. Okay, ich tapp dann jetzt bestimmt gleich wieder raus und rein. Mal gucken, wir mal in OBS, was der sagt. Gut. Hätte ich wenigstens zu vermelden gehabt bei euch da vorne. Das rausgeholt. Aber ich finde auch die Geschwindigkeit interessant. Alle über 200 und wir gaben damit 188 und 190 rum. Die Drecksgurke, okay. Ja, da muss ich wieder raus und rein tappen, gerade bei mir. Kannst du mich ja ein bisschen. Oh nee, nicht das Scheißdingen. Jo. Was haben wir denn? M5. Okay, dann nehmen wir den auch mal. Ich glaube, zu dem M5 muss ich auch irgendwann meinen Crab-Skin erstellen. Ja, wieso weißt denn? Du, das ist doch gar nicht so schlimm. Das ist so random, also macht ihr da keine Arbeit. Habt ihr alle gewählt? Ja. Ja, für die anderen beiden Drecksautos habe ich ja auch einen. So. Ja, soll ich schon mal mich resetten, damit der Meter wieder nach vorne kommt? Das schafft er auch ganz alleine. Ja, ich weiß. Macht der Wagen dann für eine komische Verwendung bei dem Sprung? Konstant wie bei Nice hier fast. Nee, da wärst du auf der Stoßstange noch eine halbe Stunde rumgeritten. Alter, fast jede Kurve werde ich hier überholt von irgendwem. Ist bisher noch gar. Okay. Ist der gute Freund. Tomita, bleib bitte vorne, ja? Danke. Oh Gott! Oh, das war gar nicht schlecht, aber ich krieg das in die Kurve. Sah ziemlich schräg aus, aber okay. Aber das war von Vorteil!
Traurig bin ich. Ja, jetzt macht das reproduzierbar. Ja, das ist natürlich, ja. Schwierig. Oh. Schaukelt nicht so auf, Mann. Ja, mein hat sich aufgeschaukelt. Was soll ich machen? Oh, da hab ich so viel gewollt, scheiße. So. Korrekt, Schuhe hier. Das wohl auf der Höhe kannst du bleiben. Da kann ich, da kann ich nämlich dein Fasti versuchen zu kopieren. Tja, nicht lange. Nein, 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 Karre, warum? Hä? Ich hab geahnt, dass das passieren wird. Ich hab das so geahnt, dass das passieren wird, weil das Auto. Das musst du da ohne Lenken anbremsen, sonst drehst du dich. Ja, der Ping ist naja, wie gesagt, hier auf dieser Platzierung gehöre ich halt hin. Wer was anderes sagt, da liegt's. Warum fährst du hier weg? Jetzt weiß ich doch gar nicht mehr, wie ich zu fahren darf. Mit der Uhr! Bei euch mal streamen oder so ähnlich, ne? Alter, Meteor, du hast doch jetzt gesehen, wie es aussieht, wie es geht, dann musst du jetzt nur noch weitermachen. Ja, ich hab's für die vorherigen Streckenabschnitte gesehen, aber das sagt ja nichts. Ja, extrapolier das. Oh! Junge, 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 Junge. Die fängt mir so richtig im Nacken gerade. Der hat das auch unterschätzt, was der da. Ja, war ein bisschen arg weit draußen, aber kaum die Wand berührt. Nicht, aber kaum. Hallo Wand. Also mit Netzcode sind aber die Funken geflogen, da glaubst du aber gar nicht. Ja, ein bisschen Funken kann sein, aber halt eben nicht so doll eingeschlagen, sondern halt nur so gestriffen. Naja, aber halt eben Ewigkeiten warten müssen, bis man das Gaspedal auch mal wieder angucken durfte. Also, dein Auto ist fast auf die Seite gekippt und die Flucht ist nicht geflogen, aber sonst ist alles gut. Nö, es waren immer alle vier Räder auf dem Boden. Also Netzcode hat gedacht, du hast da ganz andere Dinge gemacht. Netcode ist on point, wie man es von EA gewohnt ist. Ja. Boah, der untersteuert, krass, Alter. So, und jetzt die nächsten 6 Runden. Ich hätte gewinnen können, hätte ich diese scheiß Kurve da nicht gegen drauf gefahren. Ach Mensch, das ist in der Kurve nicht. Aber ich mach deine Fehler dann auch noch immer dummerweise nach. Das ist gut. Wenn ich die Fehler spät. Wenn du nah genug dran bist, dass du nicht mehr sehen kannst, dass ich die Fehler mache, bevor sie dir selber passieren. Aber wenn ich dich warnen würde, wär's ja blöd. Glückwunsch, du Guck hast mich nicht so gewonnen. An von der Seite. Der Topspeed war ja auch scheiße. Ich teste das jetzt mal. Ich lasse mal den Teamspeak ausgeblendet. Mal gucken, was jetzt passiert. Ob er das immer noch so rumbackt. Was kommt denn jetzt Schönes? Weiß ich nicht. Schon wieder der Speedster? Schenig ja. Drive. Opel Speed. Und der Speedster kommt ja quasi nochmal mit dem Vauxhall nachher. Ich will aber den Jaguar fahren, okay? Ja, der würde ich auch lieber fahren wollen. Echt? Ich würde den LM nehmen. Ich würde gerne den F1 LM fahren, was sagt er dazu? Ja, ich hätte gerne den LM. Ja, gut. Ich wollte es ja nicht gleich komplett übertreiben. Was? Roter Pin? Was ist mit roter Pin? Ich hab gelben. Bei mir ist grün. Ich hab gelb. Ich bin rot hier. Bei mir ist grün. Jetzt ist gelb. Ich hab immer noch gelb. Hier ist durchgängig grün, also. Ich hab immer noch gelb. Oh, scheiße, der.
Der war jetzt am Ende seiner Kräfte, hätte ich nicht gedacht. Immer noch bei dir gelb, Dennis, oder? Jupp. Bei mir ja. Jupp, bei mir auch. Ja gut, wir beide mögen uns nicht leiden, so mit dem... Ja gut, mein Ping hat sich meine Autofarbe angepasst wahrscheinlich. Ich hab keinen grauen Ping. Nicht? Na, grau wäre ja disconnected, oder? Ja, Moment, ich hab rot. Ich hätte dann einen roten Ping. Verdammt. Das wäre ja auch ein bisschen semi-toll. Semi-toll. Das Wort habe ich noch nie ausgesprochen. Ja, oh, yeah, ich schon. Haha! Nicht so weit raus, nicht so weit raus, nicht so weit raus, danke. Welcher graue Punkt fällt denn da aus und lang? Durch den schönen Tunnel durch? Zur Mitte? Falsch. Dennis, ich bin übrigens jetzt grün. Ich auch. Bei dir auch? Ja, perfekt. Jo, wahrscheinlich ist es synchron mit uns kalten Pinsel. Yay! Weil die niemand versteht. Seid ihr die eigentlich grün? Ja, aber ich hab's gehört. In dieser Erdabkürzung da? Ja, auf jeden Fall, klar. Okay, vielleicht war es ein Fehler, das nicht zu machen. Ja, du wärst so viel langsamer, dass du am Ausgang spätestens runterschalten musst. Dann kannst du auch am Eingang runterschalten, um besser rumzukommen. Ich fahre ja sowieso Automatik, also... Dann macht die das auch, das Runterschalten. Also würde ich jetzt mal wetten zumindest. Ja, von 5. und 4. wahrscheinlich. Obwohl, kann auch sein, dass die konsequent im 6. bleibt. Das ist bei der Automatik, weiß man nie. Bei mir steht noch 4. Also ich würde vermuten, 5. in den 4. würde ich vermuten. 5., 4. Da oben ist ja noch ein Speedlimit von 201. Jupp. Nee, der Speedster nicht. Der Elise. Ach, die Elise. Hi, ne? Hi. Ich hab nach dir geschaut! Ah! Der Andreck muss ja furchtbar gewesen sein. Ja, deswegen ist er jetzt ja vorne und ich hab. Ja, gut! Ja, aber davon ab, der Speedster. Ich habe alles verkackt! Alter, was mache ich hier? Oh Mann. Das geht's da und Automatik scheißen, das geht überhaupt nicht. Nee, das geht überhaupt nicht. Das ist Alter, ich darf aber auch nicht vor zum Meter sein, denn nachher baue ich nur noch Feder. Darf ich einfach stehen bleiben? Weil das führt genau das gleiche im Moment. Sehr gerne, wenn das mal zum Beenden würde, das aber wie viel. Meinst du, das interessiert mich? Nein. Ist es mir scheißegal, ob es endet oder nicht. Vielleicht solltest du einen Rückspiegel ausschalten, dann siehst du nicht, wenn du vor ihm bist. Ich meine, dann siehst du ihn nicht mehr, wenn er hinter dir ist. Also im Rückspiegel würde er eigentlich nie sehen, wenn ich vor ihm bin. Ah, es gibt natürlich diesen Knopf für B, um nach hinten zu gucken, ne? Den solltest du auch anbeißen. Ich lass mich nur noch ausrollen, weil... Warum soll ich denn noch Gas geben? Könnte bergab klappen. Wobei bei den Tropen, da fahre ich auch den Opel Automatik, weil ich zu blöd bin, die Tropen zu fahren. Da will ich mich nicht noch aufs Scheiden konzentrieren, aber... Moni. Ja, so, Trail mit den TS50. Alter, das ist ein Joke. TeamSpeak ist ausgeblendet und es updatet sich hier wieder. Ah, also liegt's am TeamSpeak. So, ich fahre jetzt eine LM. Komisch. Scheiß OBS TeamSpeak-Einblendung, wirklich. Och, TS50. Totale Scheiße hoch 50. Och nein. Ja, ich hoffe, ich krieg den richtigen Skin. Mikrofon muted. Ich will aber eine andere Karre fahren, ja? Das kann ich verstehen. Fünf Runden. Oh, ich sehe zwei totale Scheiße-Skins. Jo. Ja, sogar ich habe einen. Geil. Aber kein Shell-Skin. Dass ich dachte, dass es für den kein Shell-Skin gibt. Ach, welcher war das denn? Das war der HSV. Ach, das war der HSV, ja, verwechselt. Die HSV hat ja auch den HSV ausgegeben. Yay, ich bin wieder da, wo ich hingehöre. Weil der Scheiße fährt. Ja! Sogar total scheiße. Bei der Strecke könnte er vielleicht... Also bei der Strecke könnte er halbwegs funktionieren, aber fahr mit dem Ding mal Tropen, dann weißt du, was los ist. Kometa, bleibst du bitte vor mir? Gerne. Danke, da gehörst du, ja hin. Das ist der Scheiße.
Und dann, ja. Der Übergang von 4. auf 5. Gang, der könnte nicht schlimmer sein. Der 4. Gang, der endet und der 5., wenn dann in den 5. Gang schaltet, denkst du, der Motor ist abgestorben. Ah. Na gut, das haben aber viele Autos. Ne, das hat der aber ganz extrem. Ja, typisch bei den Amisionen. Yay, ich bin falsch gefahren. Jaha! Cool! Warum dann auch in die Abkürzung fahren? Wäre ja auch so schön. Das habe ich so verkackt. Also, ja, mach dir nichts raus. Du bleibst doch jetzt vorne. Da gehörst du doch hin. Es nervt, dass ich durch deine Windschutzscheibe gucken muss, um die Strecke zu sehen. Ja, man merkt vielleicht, dass ich so irgendwie keinen Bock mehr habe. Oh, diese Stelle mit diesem Auto. Da muss man halt so ein bisschen, ne? Oh Gott, ich bin fast. Was zum? Hä? Okay. Muss mich ja einmal resetten, ich weiß. Gehört ja dazu. In meinem Fahrverhalten. Ist aber auch eine Sichtblockade, okay, schon. Ja, besser so rum als andersrum. Ich will auch nicht, mal mit freier Sicht hier, in die erste Kurve reinfahren. Ja, ja, ich kenne das Problem. Oh, 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 oh. Ja gut, es kann immer doch passieren, dass ich diese Doppel aus Versehen irgendwann fahre. Dann wird's die nicht wahrscheinlich holen. Mach dir keine, mach dir keine Sorgen. Das ist ein Mutauto, ne? Du musst den Mut haben, das zu fahren. Ja, einsteigen erfordert schon Mut. Weil man könnte sterben darin. Das ist genau der Grund, weswegen ich keine Simulationen fahre. Da habe ich Angst vor, dass die zu gut werden. Komisch, du fährst mit der Rally 2.0 eine Simulation. Ja, aber ist doch nicht so gut, dass ich dabei gestorben wäre. Obwohl das auch schon ein paar Mal hätte passieren müssen, schätze ich mal. Ja, das Schadensmodell ist halt keine Simulation, weil wir ja auch den Hardcore-Damage nicht anhaben. Was auch gut ist, weil wenn du den jemals anschaltest, bin ich bei der Rally 2.0 raus. Im wahrsten Sinne. Aber wegen auch weil ich's da nicht mehr mitfahre, das glaube mir. Aber wenn der Schaden tatsächlich in Simulation auch körperlich wäre, dann wäre ich auch tot, also. Also glaube mir, wenn du den jemals einschaltest, ne? Kannst du mich mal dahin. Kannst mich da lecken, wo die Sonne nicht mehr hinscheint. Weil dann bin ich schneller aus dem Clan raus, als du gucken kannst. Nicht nur aus dem Spiel, aus dem ganzen Clan direkt, oha. Ja. Auto. Das sah aber nach einem üblen Drift aus. Ja, ja, ich musste auch mal ein bisschen Show einlegen, ne? Ich meine, ich muss ja Dennis mal eine Drohung äußern, ne? Also whatever. Ja, das wäre auch scheiß getragen von Dennis. Das Krasse ist ja eigentlich, Dennis und ich sind die einzige Konstante in diesem Clan geblieben. Ne, Dennis? Ja. Nur noch du. Nur du und ich sind die einzige Konstante dahinter. Ja, das kommt halt die Frage, ab wann du Konstante definierst. Ja gut, seitdem Tomete im Clan. Ja, also ich bin noch vor Tomete in den Clan gekommen. Ja, das ist richtig. Ja, man muss jetzt ja fair sein und sagen, Das ist jetzt ja grundsätzlich nichts gegen Tomete, aber ich weiß, dass ich halt vor Tomete hier reinkam. Ja, ja, gut. Da kann er ja nichts für. So war das nicht. Das war jetzt auch grundsätzlich mit der Konstanze jetzt nicht als Disrespect gemeint, sondern einfach damit halt wegen der Länge. Weißt du? Ach so. Ja, gut, das stimmt. Ich meine, das ist, es ist halt klar, weil als ich ja dazu kam, waren ja noch Anni und. Danke, richtig. Da war ich ja schon mit frei. Da gibt es ja sogar dieses Random Video, hier dieses Random HP2 Video, wo ich einfach mitgefahren bin, wenn ich mich noch erinnern kann. Warum schlüsselt der neue Ding? Mit aufgenommen habe, einfach wo ich im Nachhinein mal einen Kommentar bekam. Mit der Frage, wie hast du die Wolken so schön hingekriegt? Weiß ich ja noch. Mann, die erste Kurve kann man Vollgas fahren. Mach ich aber nicht.
Das hat auch, das hat geklappt, aber in den letzten beiden Runden halt nicht. Da wollte er immer driften. Ja, ich musste seit 2017, 2018 irgendwas dabei sein. Nee, ich war davor, da war die Kommunikation vom Clan. Da war die Kommunikation vom Clan noch nicht Discord. Nein. Das war damals noch Skype. Naja, und Forum halt, ne? Keine Briefpost? Ja, aber Forum hattest du, ja, aber die hauptsächliche Kommunikation war damals noch Skype. Ja, weil es nichts anderes gab. 2017? Ja, alles halbwegs davor. Also ich weiß gar nicht, wann ich dazu... Das war das letzte Jahrtausend. Wann bin ich dazu boah, wann war Ani und Rasa? Oh, das war ewig. Das war alles, das war safe noch vor Discord. Ani war doch... Ja, also ich kenne die ja nicht mehr, also... Oh Gott, das war die letzte Runde, wieso gehe ich vom Gas? Das war alles safe noch vor Discord. Damals hatte ich noch sogar die 450... Damals hatte ich so... Ja, willst du was sagen? Ich fand das aber gut, dass du sonst nicht Vollgas darüber gefahren bist, weil das hat mich vor dich gebracht, aber die letzten beiden Runden wollte ich das ja nicht mehr gelingen. Als ich zum Clan dazu gestoßen bin, hatte ich noch die GeForce 450 GTS und den AMD FX 4300. Naja. Oh nein, bin ich bescheuert. Oh, jetzt habe ich die Abkürzung verpasst. Die 450 kannst du noch kaufen bei Wish. Die muss man nur gerade ausmachen. Ja. Ja. Ja, aber die Frage ist dann auch wirklich eine 450 oder ja, ist es dann aber die wurde wurde als 1080 verkauft. Eng. Ja gut, aber du weißt ja, wie Wish ist, ne? Also lass bitte nicht über Wish reden. Stevie, jetzt bist du aus Versehen Fotometer angekommen. Jetzt müssen wir das neu fahren. Ja, bitte nochmal neu fahren. Ja, ich hab die Abkürzung verpasst, das war ganz schön scheiße. Ja, das war ganz schön scheiße, das hast du früher immer gemacht. Nee, also das war wirklich, da gab's Discord noch gar nicht, als ich in den Clan kam. Da war von Discord, noch nicht mal die Rede. Nö, das ist relativ neu, ne? Da gab's halt anderes Zeug. Also das war... Halt, wie gesagt, also, Discord ist so ein Segen, insbesondere für meinen Clan. Ich brauche kein fucking Forum mehr selber hosten. Ich kann Bilder reinstellen, ohne dass ich selber hosten muss oder auf einen Bildhoster hosten muss, der sowieso dann... Ich verstehe gar nicht, wie Discord funktioniert. Ich meine, finanziell ist alles umsonst, oder? Oder zahlst du da Geld für? Jein. Es gibt Discord hier, dafür kostet du kannst für 10 Euro, glaube ich, war das Nitro hier holen. Achso, dieses Nitro, ja. Damit kannst du halt zum Beispiel auf Discord-Servern in einer besseren Quality streamen. Du kannst größere Dateien hochladen. Du kannst animierte Avatare haben. Okay. Du kannst Discord-Server boosten. Je höher diese Discord-Server sind, desto bessere Features haben die. Zum Beispiel sind diese Discord-Server, wenn die auf... Da war ein Baum. auf Level 3 sind, gibt es halt Custom Invites, die du zum Beispiel jetzt TR nennen könntest. Discord.gg/TRR gibt es. Und das kostet halt natürlich logischerweise alles. Ja gut, aber das sind alles so Sachen, braucht man die jetzt so dringend? Nein. Wie kann ich mich denn jetzt schon vorher drehen? Oh, Alter. Ach, Mann. Kompletter Vollstopp. Nein, also mit Nitro kannst du dir weitere Features holen. Ich muss dazu sagen, ich besitze kein Nitro und sie jetzt kein. Klar, wenn ich jetzt jemandem was schicken will, nervt es mich, weil ich dann so einen externen Uploader nutzen muss, wie Work Upload, Mega oder wie auch immer. Ja, kannst du HTTP-Files, aber dann benutzen wie ich das ja auch immer mache. Hab ich sowas ja nicht. Tut mir leid, Dropbox. Dass du. Nur weil du sowas. Nur weil du so. Dann gehst du auf die Webseite und downloadest das Programm. Welche Webseite? Was von der HFS, was soll ich sagen? Musst du mir mal. Real Talk gesagt, mal erklären, wie das geht. Okay? Einmal. In so einer an Kirche drin. Weil dann muss ich das. Weil wenn das wirklich. Weil wenn das wirklich so easy ponisi ist, hab ich nichts. Dann wird, weil ich nicht dazu gezwungen bin, irgendwelche externen Webseiten zu nutzen. Wer ist Coolio, wenn du mir mal erklärst, wie das funktioniert, wie man das einrichtet. Der ist tot. Der ist doch tot, dann hab ich da Ruhe, weißt du? Ich
halt lediglich, wenn es natürlich dein eigener PC ist, muss der natürlich in dem Moment an sein. Der muss dann online sein, sonst kann es der Empfänger nicht runterladen, ne? Also ich weiß nicht, ich finde Dropbox ziemlich einfach zu benutzen, also... Mega ist auch recht easy zum Beispiel und Work Upload auch. Also Problem ist halt bei solchen externen, dass du auch dass du halt eine Begrenzung hast, weißt du? Ja, hast du dann in dem Fall halt nicht, wenn das. Also für die Größe, ja, so ein paar Gigabyte kannst du halt eben, aber das reicht doch normalerweise. Tu mir einfach einen Gefallen, Dennis. Ja, ich erkläre dir das dann. Thanks. Es gibt hier auch noch Nextcloud und das ist so easy. Ich brauche auch nur für die Einrichtung und wie ich es dann benutzen soll. Und nachher weißt du selber, fuchse ich mich da selber rein, du kennst mich. Super leicht, das ist echt super leicht. Deswegen wäre ja einfach nur gut, dass du mir mal kurz den Anfang einfach liest. Okay? Ja. Thanks. Ich habe währenddessen einen Unfall gebaut. Ich will, dass ich so mal an. Oh, ja. Ja, heute ist nicht mein Renntag, ich bin durchgehend letzter. Boah, geh schon, ey. Hast du auch durch. Kann ich eigentlich letzter in den Tropen sein? Ganz ehrlich, das fragen sich auch. Aber beim Rennen da vorne warst du gar nicht letzter. Also. Vielleicht editiere ich das aber so, dass ich letzter war. Wenn ich wüsste wie. Ich meine, ich habe bis heute ist wieder vergessen, wie ich es eigentlich schaffe, ein Video zu verschnellern in TMPG. Hab ich auch wieder vergessen. Dafür gibt's ja Google. Das hat mir mal Dennis erklärt und hab es wieder vergessen. Ich hab's auch wieder vergessen. Ich muss die auch wieder rausfinden. Ja, aber Google weiß sowas bestimmt. Google weiß erstaunlich viel. Ich weiß gar nicht, wie gut das Tutorial-System für TMPG 7 ist. Oh, und okay. Englische Tutorials habe ich sowieso ein Problem mit, weil mein Englisch ist jetzt nicht so ganz on point. Weißt du? Na gut, das macht's schwierig, weil die meisten Treffer und so. Man hat ich weiß, ich weiß. Ja. Ich habe nun mal als einfach leider nur mal ein Problem mit dem Englischen. Obwohl Google auch Google Translate erstaunlich gut in alle möglichen anderen Sprachen übersetzen kann. Ja, genau. Das ist so gut, dass dir das, wer weiß, wie weird manchmal auch gerne. Ich meine, klar, Translate hat sich verbessert, aber die Translate-Funktion auf YouTube. Bitte lass nicht drüber reden. Keine Ahnung, die kenne ich nicht. Ja gut, der muss es ja auch live übersetzen aus einer Stimme heraus. Das ist natürlich schwieriger. Aber Google Translate, wenn du ihm brauchbare, so grammatikalisch korrekte Eingabesätze gibst, das kannst du den Output einfach so 1:1 nehmen. Translate hat sich auch krass verbessert. Ja, ja. Das ist kein Geheimnis. Deswegen, es ist echt gut. Also Translate selber hat sich so krass verbessert. Also ich habe es lange nicht mehr benutzt, ja, schon seit Ewigkeiten DeepL benutzt. Also es kann sein, dass es DeepL besser ist, aber früher... DeepL ist auch nicht schlecht, das ist richtig. Also ich sehe halt aktuell... Na gut, es hat natürlich wesentlich weniger Sprachen, aber... Ja, aber... Aktuell sehe ich halt keinen Grund, was anders zu nehmen, weil DeepL macht es halt wirklich richtig gut mit den Übersetzungen. Der hauptsächliche Punkt ist ja für mich, dadurch, dass Englisch die Weltsprache ist und DeepL kann ja von Englisch ins Deutsche. Ja. Weswegen ich da jetzt nicht so den wichtigen Punkt so sehe, so zum Beispiel DeepL nicht zu nutzen. Trotzdem hat sich halt DeepL Translate und das ist jetzt, bevor jetzt auf die Idee kommt, man macht einfach nur Werbung dafür. Nein, es hat sich nur einfach krass verbessert, seitdem es eigentlich existiert. Es lernt. Das ist richtig, ja. Gott sei Dank. Ja, also, DeepL, also klar, das meiste, was man übersetzt, ist eh Englisch. Da kriege ich das Großteil sowieso hin. Aber zum Beispiel auch auf Selbsttime-Server oder so. Auf Selbsttime-Server wird ja Spanisch hauptsächlich gesprochen und mein Spanisch ist ja relativ schlecht. Das ist ganz schön Palm für die Islanders heute, ne? Ich kann gar kein aber nur kurz diesmal. Spanisch. Ja, meins ist halt extrem schlecht. Also ich muss da jede zweite Nachricht wirklich übersetzen lassen. Dennis, wir können uns ja vielleicht hier nach vielleicht schon dran setzen, außer du hast was anderes zu tun. Komm, machen wir das so einfach. Wenn das recht schnell Opello geht, kannst du mir da eben helfen. Schnell Opello habe ich auch noch nie gesagt. Ich wollte gerade fragen. Also easy ponisi, ja, okay. Okay, vielleicht, wer weiß. Aber schnell Opello, das ist jetzt heute entstanden. Der Schnellopello ist bei den Leistern aber auch wieder durchgeführt.
Ja, so Easy Peasy ist das kleinere Problem. Das geht ja recht, recht schnell. Also Easy Peasy ist das normale. Ja, warum auch mal ich Ponysi irgendwann mal angefangen? Ja, ja, aber vielleicht können wir ja nach dem Renntag, wann auch immer der passiert, ja, das schnell noch fertig machen. Zwei Rennen. Okay, das ist wieder vor mir, vor mir, oder? Ich könnte auch sagen, Easy Squeezy. Aber das ist so typisch Standard. Wer ist mit Schlabunsen? Was? Schlabunsen. Ja. Ich ist das weiß nicht. Na, sagt mir jetzt nichts, ne? Stevie, fahr mir langsamer, von langsamer. Von langsamer? Moment, du kannst nicht jedes Wort damit nutzen, das geht nicht. Er kann schon, aber es macht keinen richtigen Sinn. Das, also Easy Ponysa oder Easy Peasy kennen wir alle, aber das, was er sagte, passt dir jetzt gar nicht. Ich wollte mal irgendwas sagen, was ich auch verpflichtet oh. Heiße. Nein, nein, Baum, 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 gut gegangen. Na gut, genommen die Kurve, dann habe ich Leitplanke berührt. Das war echt scheiße. Ich habe halt vieles so in meinen Wortschatz übernommen. Ist halt so. Hey, 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 hey. Stop it. Automated. Stop it. Auto. Bitte. Das sind, das sind Tropen-Tomate, das schaffst du nicht. Ja, gehe ich auch von aus. Ich hasse, bin ich jetzt richtig so gefahren? Ist Tomete Zweiter? Ich bin sowas von... Ja, die Anzeige spinnt manchmal, okay, okay. Ich, ja, hier auf der Service, aber ich bin falsch gefahren, die Abkürzung. Leco mio. Also mal sehen. Demon ist gelb, ja? Ja, ich aber ist dann Peach schwarz? Ja. Nee, Tomete ist schwarz. Ja, kann sein, dass der auch schwarz ist. Ja, ich bin so ein Rotton. Ich hab heute so oft gelb. Das finde ich nicht artig von dem Spiel. Aber na, ich fände das ehrlich gesagt super, wenn man immer die gleiche Farbe hätte. Ja, aber wenn du ein Fahrer immer die gleiche Farbe hätte. Das ja, oh, das invisible freaking wall. Moment, Kirsche, das sagst du auch nur, weil du hauptsächlich gerne rot fährst. Nein, weil ich dann auf der Karte sehen kann, wer ist. Jetzt muss ich immer auf der Karte gucken, welche Farbe hat der. Da muss ich in Tab drücken. Okay, der hinter mir ist der und der. Das ist echt kompliziert. Ich nutze fürs. Ich auch nicht. Ja, dann weißt du aber nicht, wer gelb ist. Du, ich weiß, dass ich vor mir. Ich bin letzter, ich habe vor mir zum Mädels und der ist schwarz. Das ist für mich gerade die wichtige Wende, Sache. Vor allem, der Witz ist ja, ich bin die gleiche Stelle wie du gefahren, Kirsch. Ja, offenbar nicht pixelgenau. Nee, das ist natürlich. Wobei in HP 2, da liegt es, glaube ich, wirklich nicht am Eingabegerät. Also da ist, glaube ich, relativ egal, welches Lenkrad man hat. Lass mich mal HP 2 wieder mit Lenkrad fahren. Ich würde nicht ein Formula T2 jetzt anschließen. Also, lass mich doch wieder HP 2 mit Lenkrad fahren und dann bist du sowieso für immer vorne. Ja, aber ich meine jetzt, welches Lenkrad man nimmt, das es ist nicht so relevant wie bei einer Sim. Ja, das sagst du zu einem, der Dirt Rally 2.0 mit Controller fährt. 2.0? Ja, was halt keinen Sinn ergibt. Aber ich komme damit klar, bis auf den Schmieden. Aber warum hast du es nicht einmal versucht, ob du mit dem Lenkrad nicht vielleicht sogar besser hättest? That is a good question, die ich dir nicht beantworten kann sogar. Weil es ist ja, das kannst ja dann, wenn es dir nicht gefällt, immer noch wieder auf Controller. Ich könnte ja, da kannst du dich noch erinnern, dass ich mal für, war das HP2, ein Lenkrad-Special-Video gebracht habe? Könnte ich ja mal für Dirt Rally auch mal melden. Einfach mal gucken, wie das ist. Nur also probieren würde ich von deiner Stelle auf jeden Fall. Nur wahrscheinlich schmeißt du dann, weil es beim ersten Mal noch nicht so toll läuft, dann das Handtuch. Und man muss ja auch ein bisschen sich einüben, ne? Ich kann ja mal einfach mal für YouTube zum Bleistift ein Video bringen. Wo als
weiß nicht, so als Versuch. Gerade bei dem Spiel, gerade bei dem Spiel, wo das Lenkrad am meisten Sinn machen würde, dann nutzt es halt nicht. Ne? Das ist irgendwie, ja. Du hast hier auch ein Logitech-Speed, meinte ich, ne? Logitech Driving Force GT, wenn du es genauer wissen willst. Ja! Boah, das... Ja gut, Logitech ist da natürlich wesentlich besser hier. Ich hab Logitech gesagt? Oder Logitech, keine Ahnung. Dankeschön. Logitech. Logitech. Na Logi. Geh die Spitze erhängen. Logitech. Ach, jetzt bist du vor mir, scheiße. Logitech. Naja, klingt aber auch nicht so viel anders. Logitech ist doch eher anders. Ja, das ist die deutsche Aussprache auf jeden Fall, ne? Und dann klingt doch alles irgendwie so ähnlich. Ich finde es auch am besten. Tatsächlich. Logitech. Ich bin ja ganz froh, dass ich wieder eine Logitech M500 habe. Wobei, ich lach mich darüber schlapp, weiß wie das wirklich im Englischen ist, dass, ob die nicht Logi sagen oder so. Nee, sagen auch Logitech. Achso. Hätte ja sein können, ne? Also, wer ist denn, achso, Pete. Ich glaub schon, dass die Englischen Logitech sagen. Ich verstehe Pete so gut, weil jetzt also ist der Wahnsinn. Also bei dem einen Video... Du hättest mich ja mal ausstellen können. Also bei dem einen Video hatte der Logitech ausgesprochen, obwohl der Engländer war. Wie kann er nur? Warte mal, ich musste jetzt ja stehen bleiben, ne? Zur Mitte ist hinter mir. Ah, das war ja mal ein Scheißrennen. Das war gut. Wieso läuft denn Palm City heute so schlecht bei mir? Ey, beides mal Palm City schlecht bei mir, gibt's ja nicht. Ich mag doch Palm City eigentlich. Hallo! Guten Abend. Wie geht's euch? Ja, soweit, so gut. Cool! Glückwunsch, du bist Dritter. 6 Sekunden bis es ist. Sogar die beste Rundzeit, glaube ich, wenn ich das bei allen drei richtig gesehen habe. Ja. Ja! Ja, kein Wunder, 2 Runden und in beiden Crashes. The Church of Proof and Kerosene. Okay. Ja, da war Stevie wesentlich besser. Wupp, 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 ist ja auch die Truppen, ne? Ii! Ja. Aber gut, dass du das gemacht hast, Tomete, weil guck mal, welches Auto jetzt dran kommt. Ach nee. Hat sich gelohnt. Ja, ich muss noch warten, ich weiß nicht, wann Tomete schon wählt, ho. Hat er schon? Nope, jetzt ja. Okay. Mhm. Guter Versuch, Pete. Ja. Den F1 LM will er, ey, wow. Auf allen Outskirts würde ich ihn auch gerne fahren. Warte, ja. Damit man es lesen kann. Boah, jetzt. Der knallige Türkise da vorne. Das, ach du meinst mich? Weil ich bin Türkis, blau, also so hellblau. Warum hat denn jetzt eben mein Drehzahl davon weggehabt? Dadurch hab ich jetzt verschaltet. What the fuck? Ja gut, ich fahre eh Automatik, aber es sieht halt trotzdem scheiße aus, wenn man die Natur nicht hat. Ja, natürlich sieht das kacke aus. Danke. Ey, ihr sollt mich erkennen, ja? Also bleibt bitte hinten. Ihr sollt mich, meine Farbe sehen. Meine Farbe erkennt man auch. Ey, ich habe aber eine knalligere Farbe als du. Ich habe pink, hallo. Ja und? Du hast meine Farbe gesehen. Ja, pink. Die hat da aber noch irgendjemand, sehe ich gerade. Und da was verdienst du daran nichts? Das bin ich. Ist immer noch eigentlich schade, dass so diese wie Lord und Deepstar nicht mehr dabei sind. Ja. Nee, das sieht also auch gerade bei HP2 finde ich das extrem schade. Weil du besiegen konntest, ne? Ja. Ja, Lord spielt lieber so Sachen wie irgendwas von irgendwelchen Doom-Sachen oder irgendwann mal Minecraft. Und Deepstar? Ja, keine Ahnung, was mit dem ist. Ja, bis vor kurzem hat er ja noch ab und zu mal gestreamt gehabt, aber das macht er ja auch nicht mehr. Oh, das war fies. Ja, ich gerade jetzt erstmal für eine geraume Weile auch nicht. Die werde ich aber jetzt in einem Video nicht erklären, woran das liegt. Oh. Ich sag mal, Internet kann scheiße sein.
Solange es für uns noch reicht. Ich kann es im Nachhinein erklären nach der Aufnahme, ja? Jawohl. Kürzen ist aber so, passt auf, was ihr im Netz bekannt, also Preis gibt. Okay. Aber sowas von, die goldene Regel. Ist recht, wenn man das gegen dich verwendet und ne? Ja. Auto macht mir Angst. Dann stell es am besten an der Seite ab, steig aus und geh weg. Nein. Das wäre normalerweise das einzig Sinnvolle. Er könnte auch einfach ausstellen, sich dahinter stellen und die Karre schieben. Ja, genau. Dann wäre das richtig. Nein! Klar. Alter, wie blind bin ich denn jetzt gerade gefahren? Wenn ich das machen würde, dann wäre es wirklich gerecht für uns. Wahrscheinlich, wenn er jetzt schieben würde. Natürlich. So ist das. Wirklich, das ist die letzte Runde. Danke, lieber Moderator. Oh, fahre ich eigentlich gerade blind, oder was? Ich bin jetzt beide Pfosten gegengefahren. Beide. Ich hätte ja vorgehabt, für das, was ich erlebt habe, ein Video zu machen, aber ich habe mir dann gesagt, ich will den Leuten nicht noch eine Plattform bieten. Nee, das macht es dann ja auch nicht besser. Reicht ja schon, dass ich das so halbwegs im Stream gemacht habe. Scheiß Wasser. Und die Abkürzung raus geht ja echt ziemlich mit dem hier. Da kann ich mich jetzt ja nicht beschweren. Ja. Tomita, bleib mal bitte stehen. Alter, ich nehme auch keine Abkürzung mit. Ich ignoriere heute komplett alle Abkürzungen. Oh, fuck, ey. Genau das. Ich glaube, er meinte nicht dich. Ist mir shit egal. Die Antwort passt halt einfach, nee, weißt du? Ja, und Stevie fährt durch. Ja, ich jede Wand mitnehme, macht immer keine Sorgen. Siehst du? Weil Wandnehmen gehört zu meinem Metier. Ärgerlich. Mann. Ich glaube, in der Summe heute etwas mehr geholt. Die beiden beim Cities waren echt scheiße. Wisst ihr, was mir heute eigentlich ein bisschen fehlt? Knister. Das kommt bestimmt noch. Ey, ich schwöre, ich habe bei Aldi gestanden und habe gedacht, vielleicht kaufe ich mir jetzt auch mal so eine Packung. Was war das nochmal? Nimm zwei oder Lachgummis, das war's. Lachgummi, ja. Ja, wie gesagt, also mir fehlt das Knister. Dennis, wo ist es? Nein, ich musste mich resetten. Muss ich noch mal gucken, welche Farbe ich eigentlich so richtig... Du bist Silber. Ich lass mich nur noch durchrollen, weil warum sollte ich eigentlich noch Gas geben? Ich bin ja Letzter. Der Sieg gehört danke. Dir. Boah, 2-4. Alter. Ja, die zweite Runde war gut. Aber die war scheiße. Nicht. Die war shitte. Du hast 2 Sekunden noch rausgeholt. The fuck? Dann war's das. In meiner spontanen Mitschätzung über alle Rennen hast du... War's das schon? 1,5 Sekunden weniger gebraucht. Wir sind echt durch? Ja, leider. Wir hatten heute nicht allzu viele Rennen. Ne, das waren genau die anderthalb Stunden, oder? Ja, das waren präzise anderthalb Stunden. Vorbei gewesen, also diese Schätzung... Mal gefahren. Ja, letztes Mal waren es halt 2 Stunden. Ich kann nicht erkennen, wie viele das waren.
Oh, Mann, ne. Da waren es ja auch viel mehr Strecken letztes Mal. Also, weil es halt, ja, 2 Stunden waren. 1,5 Stunden, ja, kommt hin. So, ziemlich präzise. Die Schätzung ist echt gut.